Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter 1. Ja, ich habe jetzt leider eine ganze Weile lang nicht mehr spielen können, aber ich hoffe, ich kriege das jetzt noch gebacken, was ich ja eigentlich alles machen wollte. Ich habe, wenn ich das richtig sehe, ja genau, ich hatte den Yachtclub auch schon markiert in der letzten Folge. Da wollten wir ja hingehen. Das hatte ich zumindest noch gesagt am Ende der letzten Folge. Und ja, die Geschichte mit den Handwerkern ist irgendwie so eine Endlosgeschichte aktuell. Oh, was habe ich jetzt gedrückt? Bei uns, aber das soll jetzt nicht das Thema hier sein. Das wollte ich nur mal am Rande erwähnen, weil es nämlich sein kann, dass ich zwischendurch nochmal Pause machen muss. Aber so wie es aussieht, wird es wohl beim nächsten Mal erledigt werden. Leider haben sie noch nicht alles abschließen können, weil die Handwerker jetzt krank geworden sind. Wo bin ich denn jetzt hier? Bin ich nicht? Doch, ich bin doch jetzt genau im Yachtclub. Aber hier ist doch kein Eingang. Obwohl man ja hier hoch kann. Hä? Okay. Dann schauen wir mal weiter. Kann ich mit dir vielleicht reden oder so? Excuse me, just one question. That's a question I can answer. Okay. Ich habe zwar noch keine Frage gestellt, aber stimmt, ich hatte ja die Fotografie denn. Mitglieder des Yachtclubs erwähnten, dass Mr. Perks das letzte Rennen verpasst und ihn seit dem Morgen niemand gesehen hat. Er könnte in seinem Zimmer in der Werkstatt aufzufinden sein. Ach, okay. Südlich des Yachtclubs. In seinem Zimmer in der Werkstatt, südlich des Yachtclubs. Das heißt, haben wir das jetzt auch auf der Karte? Natürlich nicht, ne? Südlich des Yachtclubs. Das würde jetzt hier unten sein, ne? Sieht das nach einer Werkstatt aus? Ja, könnte. Bootswerkstatt. Ja, perfekt. War jetzt nichts am Blinken hier? Habe ich das jetzt richtig gesehen? Also, hier sind ein paar Werkzeuge. Aber kein Herr Imogen. Die Champions. Valhalla. Hannibal. Whirlpool. Okay, hier habe ich gerade irgendwo Wasser gehört. Achso, das war wahrscheinlich das hier vorne, ne? Dem geht's aber gut, oder? Ach so, das ist... Ach, ich dachte... Oh Gott. Ich dachte gerade, das ist hier der eine, der den wir suchen. Okay, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, welche Taste ich überhaupt drücken muss. Ich krieg's aber auch gerade nicht anvisiert irgendwie, kann das sein? Nein. Nein, das wollte ich nicht drücken. Oh Gott, da hat man mal eine Woche nicht gespielt und schon weiß man hier gar nichts mehr, ehrlich. Muss ich da näher rangehen? Kann das, falle ich überhaupt ins Wasser? Nee, ich falle hier nicht ins Wasser. Das ist schon mal gut. Weil nochmal... Ah, jetzt. Frische Lackschicht. Was? Pulls bread and butter. Ach, Whirlpool. Verstehe. Das sind die Namen der Schiffe. Ah, okay. Gut. Da, achso, da können wir doch rein. Ich wollte gerade sagen, da ist kein Punkt. Oh je. Ist das alles Munition oder was ist das hier? A foghorn to navigate and warn others at sea. You should have a warning to cover your ears. Können wir noch mit ihm sprechen? Ne, da ist noch was. Sails of Hatred. I suppose there is something for everyone, including champions. Hey, a word about the trilogy. Right then, you literary expert. You, what was so important about these books? Or did you simply need some Kindle? It's inspirational. I have a plan. Are you listening? I wish I wasn't, but I am. So. We catch a monkey, a langur, for example, then we extract some blood from it. What? Why? It will make us forever young, Sherry. Page 127 of the second book. Oh, I am so done with this. No, wait.
Then how about we make a wax statue? I've stopped listening, John. Was war das denn? Okay, also unser Über-Ich sozusagen scheint ein bisschen geisteskrank geworden zu sein. We can become pirates and show them what should be stored in here. Ja, gut, das mit den Piraten, das finde ich eine sehr gute Idee, aber wir sollten einen Affen besorgen. Oh, einfach genial. Kann man hier durch? Nee, das ist abgeschlossen. Kann ich hier irgendwas sehen? Nee, ne? Mhm. Na, das sieht nicht danach aus. Ja, ich dachte eigentlich, dass wir den Typen hier finden, aber offensichtlich nicht. Jetzt können wir hier natürlich auch nichts großartig machen. Tja, und nu? Stehe ich hier schon wieder so ein bisschen wie der Ochs vom Berg? Da kamen wir rein, ne? Weiß nicht, ob wir die Leute draußen eventuell befragen sollen. Hier kann man ja offensichtlich auch nichts mehr machen. Moment, was ist das? Bloodied bandages. Has someone been hurt? Okay. Kann ich hier vielleicht rein? Where would a champion hide a key? Sein Schlüssel. Hmm. Ein Segeljachtmeister. Ja, entweder in dem Boot, nehme ich mal an. Oder beim Werkzeug oder sowas. Das ist ja hier sein Boot. Da kann man aber anscheinend nichts mit machen. Ich kann auch nichts mehr anschauen. Hm. Nicht, dass er untergeht. Oje, oje, oje. Tja. Oh, die Farbe, die habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Okay. Theoretisch, also wenn er jetzt hier reingegangen ist mit der Farbe, ob wir hier vielleicht irgendwas finden könnten, das weiß ich jetzt nicht. Da ist auch nochmal Farbe. Das war, glaube ich, ein Seil, oder? Hm. Tja. Aber das ist eine gute Frage. Wo könnte der das aufbewahrt haben? Hier finden wir erstmal nichts. In der Werkzeugkiste können wir da jetzt irgendwas triggern oder so? Hm. Ich meine, so ein Schlüssel kann natürlich überall aufbewahrt werden. So, ich dachte aber, die Lampen waren irgendwie nur am Flackern. Jetzt sagt er das auch nicht mehr. Aber ich meine, er hat nur gefragt, wo der den Schlüssel aufbewahren könnte. Kann man hier nicht irgendwie reinschauen oder so? Dass man da irgendeinen Hinweis bekommt vielleicht? Sieht auch nicht danach aus. Hm. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wie komme ich da jetzt rein? Fotografie. Haben wir hier denn irgendwas Neues? Das mit dem... Ich fand die Werkstatt im Zimmer, das mit dem Schild Whirlpool versehen ist, sah ich blutige Verbände. Ja. Ich denke mal, das mit der Fotografie brauchen wir jetzt erstmal nicht, oder? Ich weiß nicht. Ich setze mal den Hinweis jetzt dran. Das ist ja abgeschlossen, wenn ich das richtig sehe. Nein, oder? Oh, ist das euer Ernst? Riss im Türrahmen, leere Ritze. Ja, toll. Ja. Und jetzt? Bringt mir das jetzt irgendwas? Ich kann da nicht reingreifen oder so, ne? Ja. Also
Also normalerweise hätte ich jetzt gesagt, man müsste jetzt da reingreifen können und da ist jetzt der Schlüssel drin, aber... Offenbar nicht. Okay. Nee, ich stehe auf dem Falschen. Fallmappe. Ah nee, das war jetzt die Fallmappe. Da könnten wir mal das machen. Das sollte dann eigentlich gleich raus sein. Ja, was bringt uns das denn, dass jetzt hier eine Ritze sein soll, aber wir nicht reingreifen können? Können wir denn mit ihm eventuell sprechen? Wahrscheinlich nicht, ne? Da ist er. Okay, wir können nicht mit ihm sprechen. Oh, was ist... Ah, Moment. Etwas schief, vor kurzem bewegt? Ah. Okay. Das kann ich mitnehmen oder nur... Ah! Paul is more skilled at yachting than he is at hiding keys. Eieiei, okay, ich bin heute auch noch nicht so ganz wach. Aber gut, wir haben den Schlüssel gefunden. Sehr schön. Dann schauen wir hier mal weiter. Bloodied bandages. Ja, gut, die haben wir ja schon gesehen. To earn big, you have to spend big. Wer gehen will, muss dafür... Okay. Das ist wahrscheinlich alles eins hier. Nein. Da. Nein, falsche Taste. Nein! Och, ich wollte doch nicht raus. Oh Gott. Jetzt wollte ich die richtige drücken und habe die falsche gedrückt. War ja wieder klar. Additional earnings to sweeten the victory. Ja. An interesting place for a message to a champion. Verdächtige Nachricht, okay. Vielleicht kann ich mir die gleich nochmal angucken. Old betting slips. Paul always bets on Whirlpool. One victory after another. Okay. Sabotage vielleicht? Fragezeichen. Da komme ich nicht dran. Halt, stopp, da. Drohbrief. Du elendige Schiffsratte. Glaubst du etwa, du könntest meine Familie ausnehmen, mein Geld stehlen, meine Tochter ausnutzen? Das hört ab sofort auf. Deine kümmerliche Karriere ist zu Ende. Eine allerletzte Warnung gestehe ich dir noch zu. Solltest du dich weigern, mir zu gehorchen, wirst du auf dem Grund des Meeres enden. Gilden. Mr. Gilden wasn't afraid to get his hands dirty. Okay. Die Frage ist, bringt uns das jetzt was? Da hinten haben wir auch noch was. Oh, ernsthaft jetzt, ey. So, was haben wir hier? An expensive set of tools for woodwork. An amateur wouldn't know how to use these. Das würde ich jetzt auch nicht sagen. Shipbuilding, shipwrights' tricks, sail weaving. Betäubungspfeiler. Ja, die kennen wir doch. A box full of darts. Each has a needle and can be loaded with drugs. Ja, ja. Mit dir können wir auch noch mal reden, oder? Too ordinary a room for a champion. There's no incentive to put in any effort. Okay. Gut, Gedankenspiele. Gedankenspiele sind immer gut, vorausgesetzt, wir können damit was anfangen. So, Mr. Swift und Paul Perks besitzen Pfeile. Schauen wir einfach mal eben schnell, damit können wir noch nichts anfangen. Mr. Gilden drohte dem Ruin seiner Segelkarriere, falls Paul die Beziehung mit Imogen fortführt. Ach stimmt, Imogen war ja die Firma. Oh Gott, ich habe schon wieder alles vergessen. Gut. Oder auch nicht. Goliath könnte Mr. Gilden getötet haben. Kann man da noch irgendwas machen? So, jetzt, na, da können wir jetzt auch nichts ändern. Ne? Das sind ja eigentlich nur die... Was haben wir jetzt hier noch? Erinnerungen im Herrenhaus. Das haben wir ja... Moment. Jetzt sind wir wieder bei dem.
War das eben auch bei Mutterliebe drin? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, kann ja nicht. Ein goldener Käfig war das. Genau, meine ich doch. So. Im Whirlpool-Zimmer befand sich ein Behälter mit Pfeilen im einwandfreien Zustand. Dann der Drohbrief, verdächtige Nachricht. Du wirst dich an unsere Abmachung halten, glaub mir. Du willst ganz sicher nicht einfach aussteigen. Du musst uns frische Ware für unsere Teegesellschaft besorgen. Solltest du Fragen haben, kannst du dich an die Jungs wenden, die dich beim Rennen im Auge behalten werden. Okay. Das hört sich wirklich verdächtig an. Hat einen Schlüssel gefunden? Ja, das ist klar. Wir lassen... Nee, der ist gar nicht mehr angeheftet. Hä? Lassen den jetzt erstmal dran. Die Frage ist jetzt, was fangen wir jetzt mit den Informationen an? Also ich verstehe es jetzt eigentlich so, dass wir die Gedankenspiele nochmal machen sollten. Aber da ist ja jetzt auch nichts großartig Neues. Gut, das mit den Pfeilen ist jetzt neu, aber das können wir ja mit nichts kombinieren. Das können wir auch mit nichts kombinieren, das auch nicht. Ja, also wir können quasi nichts mit nichts kombinieren. Also hat uns das nicht allzu viel gebracht. Gut. Das ist natürlich nicht sehr hilfreich jetzt. Wir müssen aber den Typen finden. Und da er sich offensichtlich nicht hier befindet, ist das blöd. Ich gehe jetzt mal am besten... Nee, hier ist nicht... Nee, auf deiner Seite war das, ne? Ich gehe mal am besten nach draußen und frage die Leute da mal. Da saßen doch... Genau, da saßen noch die zwei hier vor. May I ask for your assistance? I can't help you with that, sir. Na gut, er mir wahrscheinlich auch. Is this familiar to you? Excuse me, what? I'm not sure I know. Ja. Das ist mir schon klar. Drohbrief, Jagdgruppe. Das ist, glaube ich, dieses eine, ne? Dann heften wir das mal wieder an. Excuse me, just one question. Excuse me, what? I'm not sure I know. Der Typ hat mich gerade gesehen und ist wieder gegangen. Ist das jetzt normal oder... Keine Frauen erlaubt. Rauchen in der Werkstatt verboten. Alles ist sauber zu halten. Nur trockene Schuhe im Clubhaus. Die Yachten anderer sind tabu. Regelverstöße werden mit hohen Geldstrafen und einem Ausschuss aus dem Club bestraft. Aber die Tür ist immer noch gelb. Also normalerweise würde ich sagen, dass hier noch irgendwas drin sein muss. Was wir noch machen können. Aber wir können ihn ja nicht finden. Das ist ja das Problem. Oder können wir mit dem Schlüssel jetzt irgendwas anderes aufschließen? Nee. Mann, da hinten? Also, da kommen wir aber nicht hin. Da war ja nichts. Da waren ja nur die Fenster zugenagelt. Oh, der erschreckt mich aber auch wirklich jedes Mal. Ich meine, es ist schon groß, aber so groß ist es ja jetzt auch nicht hier, dass man ja irgendwas übersehen könnte oder so. Da haben wir auch alles. Wir können noch mal mit ihm reden. Das war jetzt wieder gelb, aber ob der bei mir irgendwas Neues sagt. Too ordinary a room for a champion. There's no incentive to put in any effort. Tja. Ich hätte das jetzt gerne mit diesem Thema alles in einer Folge gemacht, aber das wird dann wohl eher nichts werden. Hier ist auch nichts, was man anklicken kann. Hier auch nicht. Da hatte ich ja schon geguckt. Hatte ich das... ich glaube, im Zimmer habe ich mit dem Blick jetzt noch nicht geguckt, oder? Das könnten wir noch ausprobieren. Ansonsten fällt mir jetzt gerade...
So auf Anhieb auch nicht ein, was wir jetzt hier noch machen könnten. Ne, also hier sehe ich jetzt auch nichts mehr. Nein, falsche. Das habe ich alles schon gemacht. Tja. Das mit den Verbänden. Ich könnte theoretisch gucken, ob ich jetzt irgendwo einen Arzt finde. Die Frage ist, haben wir sowas wie einen Arzt hier drauf? Hof des Anwesens der Gilden, Schlüssel. Ach so, das war das, glaube ich, mit ihr. Dass sie uns da... Ach so, das könnten wir natürlich auch noch versuchen. Stonewood Manor und das war ja... Ja, ja, Elfenbeinhaus, genau. Das ist das Einzige, wo ich jetzt... Ach so, wir können wieder von drinnen nicht reisen. Wo ich jetzt sagen würde, das könnten wir mal austesten, ob wir da eventuell... mit der einen sprechen können, mit den neuen Informationen, die wir jetzt haben. Weil hier draußen scheint uns ja keiner so wirklich helfen zu können. Ja, das wäre jetzt aber auch so das Letzte, was ich in dieser Folge noch versuchen würde. Damit die Folge nicht zu lang gezogen wird von der Zeit her. So. Mal schauen. Ich denke mal, hier draußen werden wir jetzt keine Hinweise mehr bekommen. Wenn dann wahrscheinlich nur von der Frau drinnen. Jetzt ist die große Frage, war das jetzt rechts oder links rum? Ich glaube... Oh, auf Anhieb richtig. Yay. Okay, kann sie uns dazu irgendwas sagen? I've nothing to say about this. Offensichtlich nicht. Have you seen what your father sent to Paul? This is despicable. My father was never a gentleman, but this crosses the line. I knew that father wasn't fond of Paul, but this... This is just awful. If only he could have seen how good Paulie is to me. Paulie? Oh Gott. Such Emmy Paulchen. Are you aware that Paul smuggles drugs for a dangerous gang? Mr. Holmes, I've already told you. I call him a pirate in play. He's not an actual pirate. He's a champion and a brave gentleman, not a thug. Let us agree to disagree on that. But don't be surprised if one of his clients knocks on your door. Okay. Was heißt aktualisiert? Will nicht wahrhaben... Ach so, nee, sie ist... Will nicht wahrhaben, dass Miss, heißt das doch, Perks alias Paul, etwas mit Schmuggelei zu tun haben könnte. Okay. Schockiert ist zu lesen, auf welch ruppige Weise ihr Vater gedroht. Ja, das bringt uns aber natürlich trotzdem nicht allzu viel. Gedankenspiele haben wir auch nichts Neues. Das mit der Nachricht, ja gut, wir können sie aber trotzdem nochmal ansprechen. It's chilling to think the monster is free. Ja. Also, ich würde sagen, im Moment können wir jetzt nicht so viel machen. Ich schaue mir noch mal die ganzen Hinweise in Ruhe an. Und vielleicht finde ich da noch irgendwas raus. Die Sache mit den Verbänden, ja. Es kann sein, dass wir dann vielleicht mal irgendwo ein Krankenhaus finden müssen. Es kann sein, dass das Ganze jetzt noch mit diesem Angriff zu tun hat oder so. Das weiß man jetzt nicht unbedingt. Sind natürlich alles nur Indizien. Werden wir auf jeden Fall hoffentlich in der nächsten Folge herausfinden. Und ja, ich stehe gerade noch so ein bisschen auf den Schlauch, ehrlich gesagt. Aber ich hoffe, ich werde trotzdem dann irgendwo was finden, womit wir dann wieder weiterkommen werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao!